Liebe Freunde, in letzter Zeit wird ja, ich meine, zu Recht viel über die Energie gesprochen, über die damit zusammenhängende CO2-Abgabe, aber auch über die Welterwärmung. Und das ist wirklich ein großes Problem. Aber hier in Deutschland sagt man ja, wir schaffen das und teilweise holt man uns da die Sterne vom Himmel. Und deshalb mische ich mich jetzt mal in diese Diskussion ein. Ich bin ja immerhin Wissenschaftsjournalist und Physiker und habe das Thema Energie zum Prinzip ja, meines Lebens gemacht. Die merke das daran, dass schon meine allererste Sendereihe, die ich im WDR produziert habe, im WDR-Fernsehen und später wurde die überall wiederholt, in sämtlichen anderen Programmen, die stand unter dem Titel Energie, die treibende Kraft. Und da habe ich mich als Gegner von Bau von Kernkraftwerken geoutet. So, heute sehe ich das ebenso noch immer, aber mit Nuancen. Und darüber möchte ich mit Ihnen ein wenig diskutieren. Schauen Sie, zunächst einmal, wie sind wir eigentlich die Kernenergie losgeworden oder sind im Begriffe? Nun, das waren sehr emotionale Entscheidungen. Also die Grünen haben da eine sehr große Rolle gespielt. Und sie haben immer auf die Gefahren hingewiesen. Aber wir hatten in Deutschland die sichersten Kernkraftwerke der ganzen Welt. Auch die Wissenschaft und die Technologie war ganz hervorragend. Die haben wir jetzt völlig aufgegeben, die ist weg, während in der ganzen Welt das ganz anders gesehen wird. Also schauen Sie doch nur mal nach Frankreich ein. Die haben ja ein Kernenergie nach dem anderen gebaut und außerdem haben die überhaupt keine Probleme mit der Abgabe von CO2. Die diskutieren das gar nicht. Und damit haben wir dann die Probleme, zum Beispiel, weil wir auch die Technologie völlig vernachlässigt haben, also auch nicht weiter geforscht haben, das Problem mit den Belgiern, mit ihrem gefährlichen Kernreaktor. Und dann kam ein Mann, meines Erachtens unfassbarer Entschluss. Sie wissen, es kam ja Tschernobyl, aber das war zu Recht. Aber dann kam Fukushima. Fukushima mit dem Tsunami. Und dann, obwohl Merkel zunächst als Physikerin eine ganz andere Meinung hatte, vielleicht die gleiche, die ich hatte, dann hat sie wohlfeil dem Volk den Vorurteilen zum Fraß vorgeworfen und haben einfach ein Moratorium sich entschlossen. Also sämtliche bis zum Jahr 2020 müssen sämtliche Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Damit hat sie uns einen Bärendienst erwiesen. Und zwar, ich habe eine andere Vorstellung gehabt. Man hätte diese ganzen Kernkraftwerke, die noch sicher waren und produzierten, weiterlaufen lassen. Und die waren ja schon alle abgeschrieben, das war klar. Die Gewinne, alles das, was, die hätte man hoch besteuern können. Und dieses Geld hätte man dann in regenerative Energien oder regenerative Rohstoffe einbauen können. Dann hätten wir heute nicht so hohe Strompreise. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Wenn die abgeschaltet sind, alle, was machen wir denn mit den Brennstäben, die da sind? Also da wurde ja früher gesagt, da gibt es ein Endlager. Haha, da sind wir ja schon in Gorleben gescheitert. Und stellen Sie sich vor, diese Kommission, die da gegründet worden ist, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich eine Kommission, eine parlamentarische Kommission, die wird sicherlich garantiert nichts finden. Stellen Sie sich mal vor, da gibt irgendein Ort, wird da ausgemacht. Im nächsten Moment steht die ganze Gorleben-Mafia auf der Matte. Und das ist also politisch nicht durchzusetzen. Also jetzt sind diese ganzen Kernstäbe, die stehen da rum. Und zwar in der Regel in Castor-Behältern, selbst im Kernkraft, in diesem abgeschlossenen Core, da wären die viel sicherer gewesen. Also das zum Thema Sicherheit. Aber dann geht es ja jetzt weiter. Jetzt haben wir die großen Probleme. Die Franzosen haben ja nicht mit CO2 kein Problem. Aber wir haben die und jetzt wird gesagt, jetzt werden die ganzen Grenzwerte, wir können die nicht einhalten, großes Lamentieren. Und was gehört noch dazu? Ja, jetzt werden eben auch die Braunkohlekraftwerke abgeschafft. Die sollen abgeschaltet werden
ohne darüber nachzudenken, was das für technische Folgen hat. Nur als Beispiel, wir haben ja ein weltweit bzw. europaweites Hochspannungsnetz. Und das wird mit 50 Hertz Wechselstrom, also 50 Mal in der Sekunde wechselt er seine Richtung. Und der muss ganz genau diese Frequenz einhalten. Jetzt durch die vielen regenerativen Einspeiser, dezentralen Einspeiser, ist es ganz problematisch, diese Frequenz einzuhalten. Nicht? Also das ist ein Riesenproblem. Dafür braucht man Taktkraftwerke, die kräftig genug sind, auch diese 50 Hertz einzuhalten. Und das wären beispielsweise noch die Braunkohlekraftwerke, auch wenn sie CO2 abgeben. Aber das hat einen anderen Grund. Ne? Oder wir müssen sozusagen den Takt von den Franzosen, von den Kernkraftwerken holen. Ich weiß nicht, ob das den Grünen wohl recht ist. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls gibt es tausende Probleme damit. Und dann geht es ja auch noch weiter. Dann ist der Diesel das große Problem, weil wir können auch nicht einhalten mit der CO2. Aber Diesel gibt übrigens weniger CO2 ab als die Benzinmotoren, die da jetzt überall propagiert werden. Ha, wie soll man das erreichen? Nicht? Und das, es geht eben weiter. Im Grunde genommen, wenn die Grünen sozusagen das weitermachen und dann wohlfeil die Leute verängstigen, dann wird Deutschland als Industriestandort abgeschafft. Einfach weg. Und wovon sollen wir dann noch leben? Diese fantastische Maschinenbauindustrie, überhaupt alles, wo wir in der Welt an erster Stelle sind, made in Germany. Alles das wird in Frage gestellt, nur weil ein Ziel da angegangen wird, was im Grunde genommen, was die Welterwärmung anbelangt, überhaupt keine Relevanz hat. Schauen Sie mal, wenn es gut geht, dann haben wir höchstens an der Welterwärmung einen Anteil von 2-5%. Ist das eigentlich dann notwendig? Soll dann an deutschen Wesen die Welt genesen? Nein, wir müssen Technologien mit unserer Industrie entwickeln, die den anderen Ländern hilft, vor allen Dingen den Entwicklungsländern, stellen Sie sich vor Indien, was da noch alles auf uns zukommt, die denen hilft, diese Ziele mitzuerreichen. Also regenerative Energien und so weiter, so viel wie möglich. Also der Vernunft eine Chance, das ist mein Motto und ich glaube, wenn man die Technologiefolgenabschätzung ernst nimmt und korrekt, dann müssen wir ganz vorsichtig sein mit diesen ganzen Diskussionen, die jetzt geführt werden. Fachleute an die Front. Das war's. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr Jean Pütz, bis zum nächsten Mal. Es gibt ja noch ganz viele andere Probleme. Tschüss.